Kapitel 20 Vorteile der sexologischen Balneotherapie. Sexologische Balneotherapie ist sehr ethisch. Sie ist moralisch akzeptabel auch für Personen, welche aufgrund ihrer rigiden Tabuisierung die Übungstherapie nach Masters und Johnson ablehnen. Sie bewirkt eine schnelle und überzeugende Steigerung der sexuellen Aktivität und Reaktivität. Ihr wichtiger Vorteil ist die harmonische Verbesserung aller Funktionen des Organismus. Sexologische Balneotherapie kann mit sämtlichen anderen Arten der Sexotherapie kombiniert werden, wobei eine günstige Potenzierung und eine neue Qualität der Behandlung entstehen. Bei Patienten, welche nicht zusammenarbeiten, oder bei Personen mit einem niedrigen IQ, bei denen keine Psychotherapie oder Übungstherapie möglich sind, kann eine Verbesserung durch therapeutische Dissoziation erreicht werden. In diesem Falle beschränken wir uns lediglich auf die Fazilitation der basalen, ontogenetisch und phylogenetisch bedeutenden Mechanismen. Sexotherapeutische Balneotherapie kann bei Menschen mit Kontraindikationen der medikamentösen Stimulation helfen. Während bei einem nur isoliert sexuell stimulierten Patienten mit Herzschwäche die Lebensgefahr infolge des gesteigerten Sexuallebens steigt, sinkt dies nach der Balneotherapie, die neben der Sexualität auch sein Herz verbessert hat. Die Balneotherapie bewirkt im Organismus eine Vagotonie, die die Bedingung der optimalen Erektilität sowohl der männlichen als auch der weiblichen kavernösen Strukturen und Lubrikation ist. Die komplexe sexologische Balneotherapie ist physiologisch, im Vorteil zu medikamentösen oder hormonellen Behandlungen, bei denen schwere Nebenwirkungen wie der plötzliche Herztod, Thrombembolien oder Krebs nicht auszuschließen sind. Die sexologische Balneotherapie kann man sowohl bei der Paarbehandlung als auch bei der Behandlung eines isolierten Partners nutzen. In Verbindung mit der Psychotherapie kann selbst eine dreiwöchige Kurortbehandlung zu einem wichtigen transformierenden Impuls für die neurophysiologische Aktivierung und psychosoziale Reifung des Patienten werden. Dies erleichtert die Nachbehandlung bei einem anderen Sexologen am Wohnort des Patienten. Die Libidoerhöhung überdauert unterschiedlich lange, je nach den Arbeits- und Familienverhältnissen. Die einmal gewonnene Orgasmusfähigkeit besteht bei unkomplizierten Situationen für immer. Kapitel 21 Fazit: Die komplexe balneotherapeutische Sexotherapie kann auch psychische Ursachen erfassen. Sie führt zur Detabuisierung und einer höheren psychosexuellen Reife infolge der sexuellen Beratung, Aufklärung und der eventuellen Psychotherapie. Ernsthaftere Störungen benötigen aber eine therapeutische Kontinuität mit der Sexotherapie am Wohnort. Die 3 oder 4 Wochen einer Kurortbehandlung reichen zwar für eine positive Umstellung des Organismus und seine Aktivierung, für eine Restrukturierung der Persönlichkeit ist jedoch eine längere Behandlung nötig. Als ideal hat sich die balneotherapeutische Sexotherapie bei Eheleuten erwiesen. Aber auch ein isolierter Partner kann sehr gut behandelt werden. Bei einem schwächeren Partner muss damit gerechnet werden, dass er zu Hause in die sexuelle Störung wieder herein manipuliert werden kann, durch den Einfluss der starken Persönlichkeit des nicht behandelten Ehepartners, der auf gewisse falschen Angewohnheiten besteht. Umgekehrt, falls der stärkere Partner die balneologische Sexotherapie absolviert hat und psychosexuell reifer geworden ist, kann er nach seiner Rückkehr nach Hause die Reaktivität und Einstellungen seines schwächeren Ehepartners günstig beeinflussen, auch wenn dieser nicht kobehandelt war.